So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome 2 Total War, Folge 45 und es ist soweit. Karthago mit einem frechen Spruch auf den Lippen. Ich sorge dafür, dass ihr von einer Herde wilder Elefanten zertrampelt werdet. Oh, die Freuden des Krieges. Die freuen sich richtig drauf, uns auf die Fresse zu geben. Offenbar haben sie vor, Kriegselefanten gegen uns zu verwenden. Wir werden sehen, wie wir damit klarkommen. Und das wird nicht bei dieser einen Kriegserklärung bleiben, vermute ich. Denn man sieht ja hier Klientelkönigtümer Libyen und Neukarthago. Aber wir werden sehen, ob die sich denen anschließen oder nicht. Aber vermutlich schließen sie sich denen an, denn ich gelte garantiert gerade als schwach mit so viel Kriegsgegnern. Und ich bin ja auch unverlässlich, das heißt, die hassen mich bis des Todes. Also warum sollten die sich nicht dem Krieg anschließen, ne? Ja, wir werden sehen, mit wem wir es jetzt alles zu tun kriegen. Auf jeden Fall sehr interessante Entwicklung. Die Legio 12, die wir gerade neu ausheben, die werden wir wohl schon bald verwenden. Niemand ist beigetreten. Ja, dann hat Karthago jetzt seine Klientelkönigtümer verloren. Das ist gut, das macht es sehr viel leichter, diesen Krieg zu gewinnen. Leichter, aber nicht leicht. Wichtiger Unterschied natürlich. Die Boier haben auch noch irgendein Ass im Ärmel anscheinend. Nehmen sich ein bisschen Zeit hier mit ihrem Zug. Leider weiß ich nicht, was da passiert. Aha, ein Agent. Oha, wenn es den mal nicht erwischt hat. Und da kommt die Armee Freiwillige raus aus der Stadt. Oha, wir sind. Ach so. Wir sind von der Anzahl der Kohorten oder wie man sie nennen will, hier natürlich in der Überzahl, aber nicht von den Männern. Unsere Armee ist ein bisschen schwach auf der Brust gerade. Ich mache mal ein schnelles Speichern an dieser Stelle, weil ich nicht so recht weiß, ob das wirklich hilfreich wäre, hier zu fliehen, je nachdem, wo wir danach dann sind und ob die uns dann immer noch erreichen. Aber ich fliehe. Und ja, okay, sie erreichen uns nicht. Dann war das sehr hilfreich. Aber wenn die uns dann in einer total beschissenen Position irgendwo im Wald gestellt hätten, dann hätte ich lieber auf der Ebene gekämpft. Also. So, die Sklaven verlassen Belz. In Tullifurum gibt es jetzt auch eine Rebellion. In Kasurgis auch. Ein Staatsmann ist nach Hause zurückgekehrt. Der Feind wurde gemetzelt und Karthago hat sein Handelsabkommen gebrochen, genau. Ein Veteran ist natürlich in Todes gestorben, in Rugion gibt es Elendsviertel, der Patrizier ist Level 6, der Veteran ist Level 8. In Silesia gibt es den nächsten Sklavenaufstand. Ja gut, also immer was los im Reich. Schauen wir uns jetzt mal gerade die Situation an. Also, hier gibt es die Cherusker, außerdem gibt es natürlich die Markomannen. Dann gibt es hier einen Boier-Admiral. Hier gibt es die Sklavenarmee. Die keltischen Rebellen sind natürlich auch unsere Feinde. Gehen wir mal hier in die Sicht. Also. Fies. Libyen. Der libysche Admiral ist rot. Libyen ist mit mir im Krieg. Oh, Neukarthago nicht, aber Libyen schon. Okay, es kann sein, dass Libyen mir irgendwie schon vorher den Krieg erklärt hatte oder so. Weil die haben sich ja gerade dem Krieg von Karthago eigentlich nicht angeschlossen gehabt. Okay, also wir haben immer noch hier im Osten unseren Krieg und ich fürchte, dass wir also die drei Legionen, die sich da im Moment drum kümmern, auch so bald nicht unterstützen können, obwohl wir natürlich jetzt hier das Problem haben, dass Karthago uns jetzt hier in den Rücken fallen kann, nicht? Das heißt, die Frage, wie wir da vorgehen, also ich glaube, die Kimmerer möglichst schnell komplett zu besiegen und sozusagen in Kaukasia oder Armenia dann eine Front aufzubauen, wo alle drei Legionen, ohne einen Feind im Rücken zu haben, dann nach Süden wieder vorrücken können, wäre da so die Strategie. Dann haben wir natürlich noch das Problem mit Zypern, wo wir im Prinzip diese Legion hier, die ja jetzt noch ihre kritischen Bogenschützen kriegen soll, dann verwenden sollten, denke ich, um das zurückzuholen.
Und danach dann vielleicht in Libyen zu landen mit Unterstützung dieser Flotte oder sogar in Ägypten. Ja, diese Legion werden wir brauchen, um Corsimagna Graecia zu verteidigen. Und in Spanien haben wir immerhin die Flotte und halt den Vorteil, dass Neukarthago zum Glück nicht auf Seite der Feinde mitkämpft. Würden die noch mitkämpfen, hätten wir hier im Westen echt Schwierigkeiten. So denke ich, kriegen wir das erstmal gewuppt. Aber eine zusätzliche Legion ausheben für den Westen wäre nicht verkehrt, denke ich. Denn ich sehe uns die vier Legionen, die wir hier im Norden haben, so schnell nicht runterziehen. Also wir haben vier Legionen im Norden operierend, drei im Osten, zwei im Zentrum mit einer Flotte und im Westen haben wir nur eine Flotte. Also im Westen brauchen wir mindestens eine Legion, um eben hier Qad-Hadasht einzunehmen und um auch in Stellung zu sein, falls doch noch Neu-Karthago beitritt, denn das ist immer noch sehr wahrscheinlich. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn nächste Runde auch Neu-Karthago den Krieg erklärt. Jetzt will ich aber erst einmal gucken, was wir hier machen. Also die Legio 5 weiß ja jetzt, dass die gegnerische Armee, nachdem sie hier war und uns über den Fluss zurück vertrieben hat, nach Ascaulis zurückgegangen ist. Das heißt, ich könnte Budorgis direkt wieder einnehmen. Ich könnte aber auch Richtung Kasurgis zurück. Ich würde sagen, ich mache das mal davon abhängig. Oh, shit, wir kommen nicht bis dahin. Das jetzt. Okay, das ist mehr als ärgerlich. Ah, wir kommen jetzt dahin. Okay. Ich wollte gerade sagen, also, dass der Patrizier das Level-Up hatte, was uns ermöglicht, weiterzulaufen. Das hätte ich besser mal sehen sollen, bevor ich den Movement-Befehl da gebe. Aber es hat ja jetzt auch doch noch gereicht. Also, alles gut. Die Markomannen unterwerfe ich. Ich habe kein Interesse daran, all dieses Land hier im Norden zu haben, sondern ich bin völlig zufrieden damit, wenn ich hier die markomannische Cherusker und so einfach unterwerfe. So, jetzt die Frage, kommt ihr in dieser Runde bis Alabu? Sieht schlecht aus, okay. Ja, ist egal, ihr müsst dahin. Hier gibt es sogar noch die Segelmeister und die Schwerter des Ruhms werden neu ausgebildet. Also allerhöchste Eisenbahn da dem Einhalt zu gebieten. Ich würde sagen, ja, wenn ich die da rausziehe aus der Provinz zu haben, dann gibt es vermutlich nächste Runde eine erneute Rebellion. Aber das ist egal. Dann nehmen wir erstmal Budorgis wieder ein. Genau. Ich weiß nicht, wie viel der Gegner hier schon wieder repariert hat. Oh, genug, dass man nochmal lecker plündern kann. Wobei. Ja, doch, das sind hier die keltischen Gebäude. Genau, ich dachte schon, das seien vielleicht noch meine eigenen, die ich gerade geplündert habe, aber sind es eh nicht. Okay. Ihr könnt dann hier mal die Hauptstadt der Kimmerer einnehmen, hoffe ich. Was haben wir denn da? Achso, eine Flotte. Ja, das ist nice. Die Flotte wäre sonst ein bisschen ätzend. Die müssten wir, wer weiß wohin, verfolgen. Die töten wir gerne hier im Hafen. Dann ist die Frage, ob wir das auch plündern. Jetzt weiß ich leider nicht, was für Gebäude da standen, weil ich nicht vorher nachgeguckt habe. Also, plündern wär halt mit fetten Mali in der öffentlichen Ordnung verbunden. Die Frage ist eigentlich mehr besetzen oder niederreißen. Ich würde sagen, ich besetze mal. Ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwas von den Gebäuden da gebrauchen kann. Okay, doch, ja. Also, wir machen mal eine Auxiliarkaserne. Die ermöglicht uns gepanzerte berittene Auxiliar. Aha, sehr gut. Das ist genau das, was wir suchen, ne? Gepanzerte berittene Auxiliarbogenschützen.
Und dann machen wir ruhig einen Handelshafen. Bosporus ist nämlich ziemlich gut dafür, mit seinen drei Häfen, dass man da eben auf Wohlstand durch Handel geht. Das ist kein Bonus auf den Handel. Es gab auch keinen, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ne, genau, es gibt keinen Bonus auf den Handel. Dann nehmen wir einfach den Weinhändler hier. Provinz hat keine Effekte. Okay. Ja, aber jetzt haben wir schon mal den Kimmerern ihre Hauptstadt genommen. Das wird deren Einkommen vermutlich ja auch schmälern. Derweil rücken die Klauen der Harpie hier vor. Das ist schlecht, aber vielleicht können wir die ja durch unsere Manöver hier überzeugen, umzukehren. Wir werden sehen. Erstmal schaue ich jetzt, ob ich hier nicht vielleicht Armenien befreien kann. Das wäre total super. Ne, kann ich nicht. Okay. Unser Imperium wächst. Und unser General levelt. Okay. Dann würde ich sagen, plus 8% Moral für alle Einheiten, unschlagbar. Ja, und jetzt, wo die Legion da drüben ist, aber außerhalb unserer Reichweite, nehmen wir doch so lange diese unbewachte Stadt noch schnell ein. So, besetzen die auch. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also, eine Auxiliarkaserne. Und hier so eine Farm. Und hier östliche Auxiliar-Speerträger, Auxiliar-Hügelmänner, Auxiliar-Plänkler-Kavallerie. Ja, genau. Also hier in Galatia und Kappadokia kann ich das alles eh schon rekrutieren. Dann würde ich sagen, nehme ich vielleicht die Manipel-Kaserne, die zivile Siedlung und wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier Einheiten rekrutiere? Schon relativ wahrscheinlich. Andererseits, also das macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist eine Provinz, die von Land umgeben ist. Und trotzdem hat er hier den Tempel genommen, der den Seehandel erhöht und die Schiffsbaukosten senkt. Also, die Intelligenz ist unschlagbar, die hinter dieser Entscheidung steckt, würde ich sagen. Tempel des Jupiter hätte ich eigentlich am liebsten genommen, kann ich mir aber nicht leisten. Dann nehme ich mal den der Minerva. Der hat am zweitmeisten, glaube ich, auf öffentliche Ordnung und auf... Oh, fuck, die sind hier zu zweit. Ja, Agentin. Was kannst du uns? Ziel verlangsamt. Also die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu stoppen, ist bei Gepäckzug zerstören natürlich am höchsten. Aber insgesamt ist die Erfolgschance da am niedrigsten. Befehle abfangen. Naja gut, das offenbart eine bis jetzt unentdeckte Armee, Siedlung oder Agenten der Fraktion. Ist eigentlich ganz nett, aber mir geht es hauptsächlich darum, die zu stoppen. Wobei ich, wenn ich die Vorräte vergiften würde, wäre ich eigentlich auch schon ganz zufrieden. Ich glaube, die können sich jetzt nächste Runde nicht bewegen. Ja. Ach, perfekt. Perfekt. Eine Runde, wo wir nur gegen eine der beiden kämpfen müssen. So. Wir haben nicht zufällig. Jetzt geht's los. Unser Admiral hier. General, sorry. Ach, göttlich. Perfekter Mann dafür, die Situation. Der kann die Armeen einzeln bekämpfen. Nicht diese Runde, aber nächste. Große Lagergefolgschaft, Veteranenarmee, Verteidiger Roms. Ich
Ich würde eigentlich sagen, unnachgiebige Streitmacht. Plus 5% Moral bei Nachtkämpfen. Das ist natürlich cool jetzt, aber das ist dann, dann braucht man immer einen General, der das mit den Nachtkämpfen kann. Das ist nicht so einfach. Plus 8% Moral für alle ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Nehmen wir das. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Wir sind auf jeden Fall schon wieder pleite. Die beiden stehen hier schön. Ihr steht hier. Ach ja, jetzt wo wir im Krieg sind mit Karthago, sollten wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir sinnvollerweise diese Flotte einsetzen. Ich würde sagen, ich schicke sie mal zu einer Blockade. Wobei am sinnvollsten wäre eine Blockade von Karthago selbst natürlich. Dann die Legio 1. Hier gibt es noch ein Level-Up zu vergeben. Oha. Achso, okay, du bist komplett auf Hingabe geskillt hier. Furchtloser Krieger. Macht den Waffenschaden der ganzen Armee stärker und gibt nochmal 2 Hingabe. Jetzt hat er Einschüchtern und Kriegsschrei. Mit 10 Hingabe müsste er eigentlich noch eine Fähigkeit kriegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich recht habe. Aber ich vermute es mal. Dann probieren wir das mal aus. Was kriegt er denn da? Angst. Ah, richtig nice. Okay. Ja, das, das hat es auf jeden Fall in sich hier. So ein General mit 10 Hingabe. Den schicken wir dann demnächst auf die Kyruska hier los, ne? So, jetzt gucken wir nochmal, wie jetzt die Situation aussieht, nachdem wir ein bisschen uns bewegt haben. Also, es gibt immer noch hier die Sklaven und hier die Cheruska-Rebellen. Dann gibt es natürlich hier und hier noch Boja zu schlagen. Und auf jeden Fall wissen wir, dass hier in Oskaulis noch welche sind. Die Kimmerer-Armee hier macht mir ein bisschen Sorgen. Da haben wir eigentlich nichts entgegenzusetzen, außer vielleicht diese. Das wäre natürlich möglich, die da hinzuschicken und doch nicht sofort nach Zypern. Im Prinzip ist das nicht nur möglich, sondern vor allem auch nötig. Ne? Schauen wir mal. Also, ja, ich wäre dann noch in Makedonien. Dann kann ich halt doch nicht die kritischen Bogenschützen rekrutieren. Was würde ich denn in Makedonien rekrutieren, wenn ich noch eine Runde in Makedonien wäre? Ich habe 10-mal Infanterie, 4-mal Kavallerie und 3-mal Plänkler. Ne? Also vielleicht mehr Plänkler. Also gut. Velites. Wir könnten Kriegshunde noch nehmen. Wir haben keine Artillerie. Wir können aber natürlich auch einfach nochmal die Bürgerkavallerie hier nehmen. So, dann ist das halt eine Armee, die relativ stark in Kavallerie ist. Das ist nicht so schlimm. Vor allem nicht gegen die Kimmerer, die ja mit ihren ganzen berittenen Bogenschützen und so doch ordentlich auf den Sack gehen können, wenn man nicht genug Kavallerie hat. Ne? Die Legio 6 können wir direkt Richtung Sizilien schicken, denn das wird auf jeden Fall ihr Einsatzgebiet werden. Ah ja, und jetzt haben wir kein Geld mehr, um die vernünftig auszustatten. Ist ja toll. Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass die eine Runde lang da überlebt, dass jetzt nicht gleich ein Fullstack kommt und die einfach platt macht. Achso, weil ihr hier belagert. Okay, ja. Dann haben wir alles gemacht, was wir machen können. Ein schnelles Speichern und dann wollen wir mal... Ach nee, ein Erlass und Erfahrungsrang hier für die Legio 2. Okay, dann nehmen wir doch mal die unnachgiebige Streitmacht. Und als Erlass schauen wir mal. Vielleicht können wir irgendwo noch Geld verdienen oder so. In Thrakien, Cisalpina, ich weiß gar nicht, wo wir im Moment unsere Erlasse haben. Ach, in Aquitanien, okay. Ja, den brauche ich eigentlich jetzt hier gerade nicht. Dann hebe ich den auf. Und dann gibt es stattdessen in Thrakien Steuerernte und in Cisalpina Steuerernte. Genau, in Italien und Makedonien machen wir das auch schon.
Okay. Ja, jetzt First Move. Karthago greift uns schätzungsweise irgendwo an, oder? Noch nicht. Aber sie haben auf jeden Fall hier bei Antiochia mindestens ein Full Stack. Das ist schon mal gut, das gesehen zu haben, war aber auch mit zu rechnen. Okay, das sah aus, als hätten die Kimmerer Nikomedia angegriffen. Deshalb so wild. Die Stadt ist nicht so wertvoll. Die können wir auch einfach zurückerobern nachher. Der Handel Oh. zwischen unseren Ländern hat nun ein Ende. Also die übertreiben nicht ganz so. Erklären uns nicht einfach trotzdem den Krieg, obwohl wir noch Verträge miteinander haben. Aber. Oh, ein neuer Triumphzug. Das hatten wir erst vor 2 Folgen, ne? Also eigentlich müssen wir eigentlich nicht nochmal gucken, aber das ist auch nicht so lang, die Sequenz, können wir uns das hier mal. Wird jemand ordentlich gefeiert? Ich bin gespannt, wer. Da muss ja jemand richtig eine gute Schlacht gewonnen haben oder so. Ach ja, ich wollte ja in Spanien eine neue Legion ausheben eigentlich. Aber gut, da hatten wir nicht wirklich das Geld für. Müssen wir jetzt diese Runde auf jeden Fall dran denken. Die Frage ist, heben wir die in Italien aus und schicken die dann rüber oder heben wir die wirklich in Spanien aus? In Belz gab es eine Rebellion, in Lupfurum auch, okay. Achso, weil wir Städte verloren haben, wurde. Decimus Sempronius Scaeva war es. Okay, schauen wir mal. Du bist das. Vir Triumphalis, genau. Seht hinter euch und denkt daran, dass ihr nur ein Mann seid. Seht ihr, das habe ich ja gesagt. So jemand, der das immer sagt, muss auf jeden Fall mit draufstehen auf dem Wagen. Jetzt ist der Gute ein Ädil. Er auch. Gebt gerade mein ganzes Geld aus, merke ich. Ich könnte ihn jetzt auch noch zum Ädil machen, aber. Ich glaube, Questoren gibt es mehrere. Ädil gibt es eigentlich immer nur einen gleichzeitig, oder? Questoren sind ja Richter. Ne, Ädile. Ah, ne, Ädile gibt es für jeden Tempel natürlich einen. Also können ruhig mehrere von gleichzeitig existieren, genau. Und Konsul gibt es zweimal und den Pontifex Maximus gibt es natürlich nur einmal. Pontifex Maximus kann jemand hier im Spiel auch werden, wenn man ihn nur oft genug befördert. Auf was muss man denn nochmal skillen dafür? Schauen wir mal hier bei dem anderen. Ah ja, auf Würdenträger offenbar. Machen wir das. Eine geschickte Kurtisane von mir aus. So, die Legio 12 ist voll ausgestattet für den bevorstehenden Kampf gegen die Kimmerer. Aber die kommt dann nicht so schnell hin. So, die Legio 1. Ja, jetzt ist natürlich hier tiefster Winter. Was ein bisschen ätzend ist. Wo wollt ihr denn hin? Also ich würde euch eigentlich gerne Richtung Tullifurum schicken. Machen wir mal so. Gott, das schneit schon heftig hier im Barbarenland, ha? Wenn wir auf der Straße bleiben, dürfen wir eigentlich keine Verluste machen. So. Holen wir uns mal schnell eine Stadt, bevor wir draußen alle in der Kälte hier erfrieren. Und ja, es wird auch geplündert. Also. Durch die ganzen Plünderungsaktionen muss ich das natürlich dann alles zweimal erobern, weil es dann den Rebellen in die Hände fällt. Aber ist egal. Erstmal verdiene ich ja Unmengen Geld. Und dann, ja, die konnten sich nicht bewegen, deshalb konnten die auch nicht aus der Gewaltmachtstellung raus. Das ist natürlich jetzt richtig im Sack. Wo war ich gerade? Genau, da muss ich das zwar alles zweimal erobern, aber erstmal kriege ich ganz viel Geld und zweitens kann ich dann eben
auch Klientelkönigtümer daraus machen, weil die ganzen Rebellen ja alle möglichen neuen Fraktionen quasi daraus machen. So, sorry Pergamon, aber ich musste euch gerade mal hier die Medusa-Männer vom Hals halten. So, und dann gehen wir zurück. Zurück in die Stadt. Und dann suchen wir mal gerade die Gegner. Hier sind sie nicht. Ist gut zu wissen. Wir kommen aber auch nicht bis dahin. Schade. Was können wir denn machen? Also ich könnte Richtung Tushpa laufen. Ich könnte natürlich auch zurück Richtung Antiochia. Aber ich glaube, was ich in Wirklichkeit mache, ist, ich gehe nach Samasota und nächste Runde rekrutiere ich dann Einheiten und wenn ich einen Fullstack habe, versuche ich mich Karthago zu stellen. Oder aber ich erober erstmal noch Masaka, das wäre auch sehr nützlich. Auf jeden Fall will ich ja die Kimmera möglichst schnell vom Hals haben. Ne? Ist das eine Flotte oder eine Armee? Das ist tatsächlich eine Flotte. Okay. Dann fürchte ich, bleibe ich besser noch in der Stadt. Auch garnisonsmäßig sollte ich das tun. So ärgerlich es auch ist. Was haben wir hier? Ihr seid schon hier auf halbem Weg nach Ascaulis, ne? Um ganz sicher zu gehen, ihr schafft es bis dahin, ja? Ja, eigentlich schon. Wir wissen nur nicht, wie stark die Gegner da sind. Mein Gott. Keiner da. Ja, wenn keiner zu Hause ist, dann klopfen wir mal vorsichtig an, ne? Plündern auch Ascaulis und leveln damit die Legio 8. Dann bekommt die... Wo ist es? Hier, die Gosselaga-Gefolgschaft. Und wir müssen eine Forschung wählen. Da habe ich auch schon was im Sinn. Und zwar bei Konstruktion hätte ich einerseits gern hier gebrannter Ziegel, mehr Wohlstand durch Industrie, ein paar neue Gebäude und natürlich hier minus 5% Baukosten, weil wir dann Konstruktion 2 hätten. Andererseits hätte ich auch gern die Kranmechanik für den Zirkus und für die Waschrinne. Und den Zirkus insbesondere, weil wir eine Mission haben, den zu bauen. So. Es dauert zwar nochmal 12 Runden zu forschen und dann nochmal einen Haufen Runden das Gebäude zu bauen, aber unsere Mission ist ja auch gerade 20 Provinzen zu halten, aktuelle Anzahl 11. Also, eilt nicht. So, die Lugia in Belz sollte ich vielleicht schon nächste Runde angreifen. Stellen wir uns mal hier in der Kälte an die Grenze. Dann, was gibt es noch? Unsere Flotten. Ah ja, gut, die Klassis 2 hat natürlich eine Mission, ne? Die Legio 2, hatten wir gesagt, muss dann noch verbleiben. Legio 9 hatte jemand ein Level Up, genau. Die Legio selbst. Dann nehmen wir doch die unnachgiebige Streitmacht. Und dann gibt's noch Legio 6, genau. Hier müssen wir dringend noch ein paar Einheiten rekrutieren. Bevor ich das tue... Gehe ich aber schon mal ganz an die Spitze her. Ist das eine Armee oder eine Flotte? Eine Flotte, okay. Wir haben 7 Malastari. Ah ja, wir haben unsere Infanterie zusammen, genau. Kavallerie haben wir 3-mal und wir haben noch keinerlei Plänkler. Dann würde ich sagen, nehmen wir in jedem Fall mal hier Velites. Ruhig ein 5. Mal gegen Karthago. Bogenschützen wären mir noch lieber, aber Velites gehen zur Not auch. Es geht mir um die Elefanten. Ne? Man countert die nämlich ganz nonchalant mit Fernkämpfern. Am besten mit brennender Munition. Das habe ich hier schon schnell gespeichert, aber ich muss natürlich erst noch unser Geld ausgeben. Ein paar Gebäude gönnen wir uns doch noch. In Italia könnte ich hierzu Läden ausbauen. Genau, und jetzt geht es natürlich an die ganzen Farmen. Wir können hier zum Emalira ausbauen. Cisalpina.
Ah ja, jetzt steht die Entscheidung an, welches Gebäude brauche ich denn hier? Also Wohlstand durch Handel und durch Landwirtschaft sieht ziemlich sinnvoll aus. Ansonsten durch Manufaktur wäre auch sinnvoll. Das wäre Wohlstand durch Handel und ein Bonus auf Manufaktur. Das wäre Bonus auf Manufaktur und ein total sinnloser Bonus auf Bergbau. Das heißt, ich guck mal gerade, wie sind die aktuellen Boni. Auf Manufaktur 30%. Auf Handel aber 37. Genau, und hier ist Handel und Manufaktur gleich viel, aber noch das Vieh, also Landwirtschaft. Hier ist noch mehr Landwirtschaft und noch mehr Handel. Okay, das heißt, von den Boni würden wir auf jeden Fall bei meinem Forenmacher natürlich mehr kriegen. Aber wir würden auf die 100 durch Manufaktur weniger Bonus kriegen als auf die 150 durch lokalen Handel in dem Fall hier. Das könnte man jetzt gegeneinander aufwiegen. Also erstmal sind das 50 mehr und auf die 50 haben wir einen Bonus von 30%. Also sind das nicht 50, sondern 65. Und das andere sind noch die 30% auf die 100. Also nochmal 30, also 195. Wohlstand würden uns die 100. Ah, jetzt habe ich genau falsch rumgerechnet. Ich entscheide mich für einen Vorhandmacher. Kann sein, dass es falsch war. Aber muss nicht. Okay. Ja, ich amüsiere mich prächtig. So, Suaben gibt keine Steuern. Silesien gibt keine Steuern. Asia gibt nur vernachlässigbar viele Steuern, aber gibt halt immerhin diese 10% durch alle Handelseinkommen, von denen wir jetzt natürlich richtig viele haben. Ihr habt derzeit keine Handelspartner, ja. Niemand mag uns. Gucken wir mal, ob uns wirklich keiner mag. Doch, die Frisii mögen uns, aber ob die deshalb mit uns handeln würden? Würden sie, okay. Danke, Frisii. Ihr seid ein Schatz. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden finden, der mit uns handelt. Also sortiert nach... Ach du je. Die Helvetier mögen uns am zweitgernsten. Mal gucken, wollen die mit uns handeln? Nö. Ah, wir machen die eh bald platt. Dann war das Gätchen, die uns am drittmeisten mögen, aber die sagen eigentlich immer nein. Die frage ich hin und wieder mal, aber nee. Nee, ich befürchte, niemand mag uns. Also danke an die Frisii, die uns kurioserweise mögen. Wahrscheinlich, weil wir ihre ganzen Nachbarn platt machen und sie halt einen fetten Hass auf die hatten. Also. Ja. Dann ist, glaube ich... Genau, dann ist soweit alles erledigt für eine weitere Runde. Und seht ihr, dann haben wir doch in dieser Folge 2 Runden geschafft. Es gibt außerdem endlich Krieg mit Karthago, ja. Es geht los, es geht uns richtig an die Wäsche. Zum Glück sind im Norden die Boier quasi geschlagen. Muss man noch die ein oder andere Rebellenfraktion hier unterjochen. Aber dann, denke ich, sind wir gut aufgestellt, um... Naja, gut aufgestellt sind wir gerade nicht, wir sind total out of position, aber wir haben die richtigen Truppen, denke ich, um gegen Karthago klarzukommen. Und ja, wir werden sehen, wie das uns gelingt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.